Hallo ihr Lieben, wie versprochen, jetzt machen wir die ultimative Roomtour vom Adria Action 391 PD. Das machen wir, weil es keine gescheite Roomtour von dem 391 PD gibt. Es gibt ganz viele Videos zum PH, zum LH, aber der PD, der 391er PD, da gibt es relativ wenig Videos dazu und deswegen zeige ich euch jetzt mal alle Details von dem Fahrzeug. Könnte also ein bisschen länger werden, aber dafür seht ihr alles und wir zeigen euch alles. Genau, wir fangen außen an. Das erste, wo wir anfangen, ist, da gehen wir direkt mal hin, der Gaskasten. Wie ihr seht, der Gaskasten ist nicht wie bei vielen anderen Wohnwagen im Fahrzeug selbst verbaut, sondern ist wirklich nur so aufgesetzt. Ich mache das mal auf und zeige euch, wie das da aussieht. So, dann machen wir mal auf. Und wie ihr seht, wir haben eine Gasflasche, wir haben eine Alugas wegen der Stützlast, damit das nicht so viel da drauf drückt. Hier haben wir die Abdeckung von der Gasflasche und wir haben zusätzlich uns einbauen lassen einen Crash-Sensor mit Gasfilter von der Firma GOG, war einfach ein Ticken günstiger als der von Truma. Und da wir keine Zweigasflaschen haben, brauchen wir auch keine Umschaltung. Deswegen reicht uns der von GOG. Genau, hier haben wir eine Hochdruckleitung. So viel zum Gaskasten. Es ist ein bisschen leidig, den Gaskasten hier draufzusetzen oder die Abdeckung draufzusetzen, weil da hinten, und vielleicht sieht man das, wenn das Kamerakind mal hier rumkommt, hier sind diese Nasen. Und hier ist die Nut und das muss halt eben reinrutschen in diese Nasen und manchmal ist vorne die Dichtung, die dann nicht richtig abschließt, da muss man einfach ein bisschen drücken und dann kann man den zumachen. Gut, gehen wir mal weiter um den Wohnwagen rum. Wir haben hier die erste Stauklappe, das hier ist nur Zierde, die können wir mal kurz aufmachen. Wie man sieht, wir haben einiges Zeug drin. Das ist unterm Bett der Platz, das heißt, wir haben hier 1,40 m x 2 m Platz zum Beladen und ja, die Klappe ist groß genug, um eine Kühlbox reinzukriegen, um Eurokiste reinzukriegen, also ist wirklich schön groß. Dann gehen wir mal weiter. Was man sieht, wir haben einen großen Kühlschrank, hier sind die Lüftungsgitter dafür. Wir haben eine sehr, sehr helle Vorzeltleuchte hier, die kann ich mal kurz anmachen. Tada! Genau, dann, was ich ganz schön finde, ist die teilbare Tür. Das heißt, wir haben hier kein Fenster drin. Dafür kann man die teilen und wir haben hier ein Fliegengitter. Hier auf der Seite ist der Stromanschluss, ganz normaler 230 oder 220 Volt Anschluss. Nichts extra, kein USB, kein SAT-Schüsselanschluss, nur Strom. Da also nichts Besonderes. Dann kommen wir zu dem wunderschönen Heck. Wir haben hier noch, wenn ich das richtig sehe, klassische Glühbirnen drin. Genau. Dann gehen wir mal weiter rum. Hier haben wir, und es denken viele, wäre die Toilette, das ist es nicht. Wenn wir da aufmachen, haben wir auch einen Staukasten, das ist nämlich unter der Sitzgruppe. Hier zu der Seite ist dann der Wassertank und da können wir zur Sitzgruppe durchladen. Machen wir auch mal so. Genau, hier haben wir Frischwasser, Einlass, abschließbar wie üblich. Und direkt darunter haben wir einen Abwassertank, Abwassertaxi. Wir haben noch so eine kleine Verlängerung hier dran, damit das auch schön in das Abwassertaxi reinläuft. Und nicht irgendwie daneben läuft. Das ist uns nämlich einmal passiert und dann haben wir daraus gelernt. So, was man hier direkt sieht, wir haben eine Sog-Toiletten-System-Entlüftung drin. Das heißt, die ganzen Toilettengerüche, die werden direkt hier rausgezogen und es riecht im Innenraum nicht so sehr nach Chemieklo. Ansonsten ganz normale Tedford-Kassettentoilette. Wir haben
Eine C400er Serie ist das mit einem 19 Liter Abwassertank. Oder Schwarzwassertank. Genau. Dann, ups, einmal ums Fahrrad rum. Haben wir hier eine zweite Klappe. Auch die ist für unters Bett. Hier haben wir unsere Wasserkanister drin in der Eurobox, weil ja auch das Wasser hier auf der Seite ist. Und da stellen wir dann die Wassersachen rein, damit die nicht dreckig werden und ausdampfen können und innen drin nichts nass wird. Gut, dann sind wir eigentlich einmal ums Fahrzeug rum. Wir haben hier noch einen ganz normalen Thule Fahrradträger. Das ist der Caravan Light. Den haben wir nachträglich installieren lassen. Genau, der ist nicht klappbar oder sonst irgendwas, weil wir den Gaskasten ja nicht aufklappen müssen. Und der steht einfach fest und die Fahrräder werden dann einfach drauf gemacht. Ganz, ganz einfaches System. Wir haben eine Alco-Anti-Schlinger-Kupplung. Die AKS 3000 müsste es sein. Genau, auch da soweit so normal. Dann gehen wir mal rein. Kommt rein. So, dann fangen wir direkt mal da vorne an. Julia! Das ist so Glück. Wir haben direkt hier vorne haben wir einen Kleiderschrank. Wir haben da so Einhängerteile vom Schweden drin, damit wir unsere Klamotten da ablegen können. Genau, und noch zwei Kleiderbügel für Sachen aufzuhängen. Da unten haben wir noch ein zusätzliches Fach, wo man Schuhe reinstellen kann, wo auch der Stromverteiler-Umwandlerkasten ist. Genau. Und darunter, wie man sieht, ist die Heizung. Das ist eine Truma 3400er Serie. Wir haben zusätzlich uns noch die Ultraheat einbauen lassen. Das heißt, wir können mit Strom, mit Gas oder mit beidem zusammen heizen. Ganz normaler Mülleimer, direkt an der Tür dran. Nichts Besonderes soweit. Dann haben wir hier eine Ecksitzgruppe mit einem drehbaren Tisch. Der Tisch ist frei drehbar. Das heißt, wir haben, ich gehe mal da runter, wir haben einmal dort einen Schnellspanner und wir haben einmal da oben einen Schnellspanner. Und dann können wir die Tischplatte rotieren und drehen, so wie man es gerade haben möchte. Was schön ist, man kann den Tisch auch höher machen. Das heißt, man kann den als erweiterte Arbeitsplatte nutzen zum Kochen. Das ist, finde ich, sehr, sehr praktisch, weil, und da kommen wir später noch dazu, in der Küche selbst ist nicht so viel Platz zum Arbeiten. Gut, aber wir bleiben erstmal hier in der Sitzecke. Wir haben hier an der Sitzecke direkt dran zwei Steckdosen, die vom Werk auskommen. Das ist einmal eine 230 Volt und einmal eine USB-Steckdose mit zwei USB-Steckplätzen. Und darüber habe ich jetzt noch eine Kfz-Steckdose dran gemacht, also so einen ganz normalen Zigarettenanzünder, um mein MacBook dort laden zu können. Dann haben wir hier ein schönes Ablagefach, wo man allen möglichen Krusch reinschmeißen kann. Das bietet sich da natürlich ganz leicht und schnell an. Wir haben da Bücher drin stehen, hauptsächlich. Genau. Dann haben wir hier mit Pushlock ein Fach. Aktuell sind da Spiele, Feuerlöscher oder Feuerlöschspray und unsere Weingläser drin. So, wie ihr seht, hier haben wir so eine schöne Lichterkette. Die haben wir einfach mit so Klebehaken festgemacht. Dann haben wir hier dieses, und das hat man von außen besser gesehen, dieses Bugfenster, was so ein bisschen gewölbt ist, mit Kräutern und ja, Obst kann man da schön in das Fach reinlegen. Das sieht dann schön aus und das passt eigentlich ganz gut. Während der Fahrt ist das natürlich nicht da drin. Nicht, dass ihr euch da wundert. Dann haben wir in der Sitzecke zwei LED-Leuchten. Einmal hier und einmal in der Ecke. Und das ist nur so eine Schwanenhalsleuchten, das heißt, die kann man frei drehen, wie man es mag. So, dann haben wir da oben ein Ablagefach
Und ihr habt es vielleicht schon unten unterm Tisch gesehen. Wir haben hier Gassensoren. Die haben wir auch nachträglich installieren lassen. Die sind von der Firma AMS. Nicht gesponsert. Würde ich auch nicht zwingend empfehlen, weil der da oben ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Gut, dann haben wir hier wieder mit Pushlock einfach. Da haben wir unseren Solarregler, weil wir auch nachträglich noch eine Solaranlage haben drauf machen lassen. Die kann ich euch mal zeigen. Einmal rausgucken. Da ist unsere Solaranlage. Genau. Und ja, dann haben wir da so kleine Fächer mit Kruschzeug drin, mit Müllbeuteln und sowas. Nichts Wichtiges. Was sich da in der Ecke noch versteckt, ist ein kleiner Bluetooth-Controller. Nennt sich Atrian Media Control. Das ist im Prinzip so ein kleiner Bluetooth Controller, wo man sein Handy oder sonst irgendwas dran koppeln kann. Man kann auch über AUX was anschließen oder über USB. Das habe ich aber noch gar nicht probiert mit USB. Und ihr seht direkt darüber ist auch der Lautsprecher. Der andere Lautsprecher befindet sich hier, wenn man reinkommt. Dazu ist zu sagen, dieses Media Control System hat nicht so die super Reichweite. Das heißt, wenn man ein bisschen draußen sitzt im Vorzelt, kann es schon sein, dass die Verbindung ein bisschen hakt. So, dann machen wir mal kurz hier die Polster weg, damit ihr seht, was unter den Polstern so drunter ist. So, dann sind wir unter der Sitzbank. Wir haben jetzt die Polster weg. Zu den Polstern ist noch zu sagen, dass an der Stelle dort das lange Polster, was dort entlang geht, das bekommt leider so einen unschönen Abdruck mit der Zeit, weil das von dem Tischbein eingedrückt wird. Nicht ganz so schön gemacht, Adria. Nichtsdestotrotz, hier haben wir einmal eine Batterie mit 90 Amperestunden ist da drin. Dann haben wir da Ablagefach. Da ist das Staufach, was man von außen gesehen hat. Wir haben da ein 50 Liter, müsste das sein, Frischwassertank, nicht Abwasser. Frischwassertank, genau. Ja, und so viel zu dem Staufach. Dann finde ich noch ganz interessant, wo die Zwangsbelüftung sitzt. Die sitzt nämlich da drüben. Genau, Zwangsbelüftung haben wir einmal dort in der Ecke. Das ist die eine und die andere zeigen wir euch nachher noch. So, dann Polster sind wieder drauf. Und ihr seht, ich zeige es euch nochmal, da an der Stelle ist eben das Polster eingedrückt. Und es wäre eigentlich viel schöner und es wirbt sich da auch so ein bisschen hoch. Also es wäre schöner, wenn Adria das von Anfang an gemacht hätte. Da seht ihr einmal, da ist der Lichtschalter fürs Badezimmer und da ist eine 230 Volt Steckdose. Und jetzt gehen wir direkt mal ins Badezimmer. So, da seht ihr direkt die Toilette. Das ist, wie gesagt, die C400er Serie von Thetford. Ja, da sage ich, muss ich jetzt nichts Spezielles zu sagen. Ihr seht, wir haben hier eine Duschwanne direkt, ein kleines Schränkchen. Das mache ich auch direkt mal auf. Da haben wir Platz für ja, Putzmittel und sowas und Toilettenpapier. Wir haben da ein Waschbecken mit einem Wasserhahn, den wir hier so ein bisschen in der Höhe verstellen können. Warm-kalt natürlich. Und kleines Highlight hier in dem Wagen ist, dass wir eine Dusche haben. Hallo! Hallo! Da ist der Duschkopf, genau. Und da seht ihr auch direkt den Spiegelschrank. Machen wir mal auf. Spiegelschrank. So. Da oben haben wir Platz für Kulturbeutel abzustellen oder andere Dinge, was auch immer man da abstellen will. Und wir haben eine Stange, an der wir unsere Handtücher zum Trocknen aufhängen. Natürlich kann man hier die Fenster auch alle verdunkeln und die Fenster haben alle Fliegengitter, bis auf, und das habe ich vergessen zu sagen, dieses Fenster, das hat kein Fliegengitter, leider. So viel zum Badezimmer. Tschüss, Badezimmer. Kommen wir nun zur Küche. Auch ein kleines Highlight von uns. Küche ist hell. Das ist die Küche. Wir haben hier einmal eine Tür.
Dort haben wir unsere Vorräte und ganz unten haben wir Töpfe, Pfannen, Wasserkocher, sowas. Genau, Vorräte. Dann haben wir daneben eine Schublade mit Besteck, Messerblock und allem, was man so an Utensilien zum Kochen braucht. Pflaster, wenn man sich mal schneidet. Ja. Darunter haben wir noch eine zweite Schublade. In der haben wir unsere Teller, Tassen, Plastik, Schüsseln, Aufbewahrungsboxen. Genau, und das alles auf Antirutsch. Wobei das bisher, wir haben ganz normale Keramikteller und bisher hat das alles funktioniert, dass es während der Fahrt gehalten hat und nichts kaputt gegangen ist, trotz dass wir da keinen Schaumgummi, sonst irgendwas dazwischen haben. Ja, genau, hat alles Softclose und ganz unten haben wir ein kleines Fach. Das heißt, das ist keine Schublade, was ein bisschen schade ist, finde ich. Macht aber nichts. Und ihr seht, hier an der Seite haben wir die beiden Gasabsperrhähne. Der eine ist für den Gaskocher und der andere ist für die Heizung. Genau. Dann haben wir ein Kochfeld von Dometic. Da sind wir nicht ganz so zufrieden mit, weil sich hier leider schon das Chrom von den Topfaufsätzen nach, ja, nach dem ersten Benutzen eigentlich schon abgelöst hat und verfärbt hat. Er hat auch keinen Piezo-Zünder, was ich sehr, sehr schade finde. Das heißt, wir brauchen immer ein Feuerzeug zum Zünden. Ist jetzt nicht tragisch, wäre aber natürlich schöner, wenn es einen Piezo-Zünder gehabt hätte. Ansonsten, ja, diese Gummi-Nupsis hier, wo die Topfaufsätze drin stecken, die haben sich schon bei uns aufgelöst und der eine, ja, ist leider auch schon weg. Hier an der Wand haben wir einen Spritzschutz aus Glas. Sehr, sehr praktisch, ist natürlich auch Hitzeschutz, damit sich da an dem Holz nichts verfärbt. Direkt hinter dem Kochfeld haben wir, ja, Olivenöl, keine Werbung, aber auch ein Fenster. Das heißt, wenn man kocht, dass die Dünste, Abdünste vom Kochen direkt rausgehen können. Und dort haben wir ein Spülbecken mit einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Wasserhahn. Genau. Auch da warm, kalt, ganz normal. Hier neben dem Waschbecken haben wir die ganzen Bedienelemente. Wir haben ganz oben eine Steckdose für zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder ähnliches. Wir haben die zwei Lichtschalter für die Sitzgruppe und für die Küche. Wir haben den Lichtschalter für die Vorzeltbeleuchtung. Wir haben mitbestellt als Option die Fußbodentemperierung. Die ist vor allen Dingen im Winter, glaube ich, ganz praktisch. Jetzt im Frühsommer merkt man davon eigentlich nicht viel. Und die Therme können wir hier ein- und ausschalten. Genau. Dann haben wir da oben über der Küche noch zum einen die drei Lampen, das heißt, man sieht auch gut, während man kocht. Und mit Pushlocks zwei Fächer. In dem einen haben wir Gewürze, Kaffee, ähnliches. Und in dem anderen haben wir Becher stehen und Küchenrolle. Ja, so viel. Na, noch nicht ganz zur Küche. Da fehlt ja noch der Kühlschrank. Ja. Bei den Pushlocks muss man sagen, dass vor allen Dingen das linke hier während der Fahrt gerne mal aufgeht, wenn die Becher dagegen fallen und von innen dagegen drücken und das Ganze rüttelt, dann geht das auf. Und deswegen haben wir da jetzt auch so ein, ich schau mal, ob man das zeigen kann, so ein Aufbewahrungsbox, wo die Becher drin stehen, damit die nicht mehr so leicht umfallen können. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Highlight von dem Wohnwagen, also mein Highlight irgendwie, also eins der Highlights, der Kühlschrank. Wir haben einen 140 Liter Kühlschrank mit Eisfach. Tada! 15 Liter Eisfach ist das, soweit ich weiß. Ein sehr, sehr, sehr großer Kühlschrank mit vielen Ablagen, vielen Fächern. Da unten das Fach, der Kühlschrank ist auch von Thetford, nicht gesponsert, übrigens alles hier. Das Fach unten ist, geht ein bisschen hakelig rein und macht ziemlich Lärm, wenn man es reinschiebt.
Das finde ich persönlich nicht so schön, wenn man früh irgendwie ja, Frühstück macht und dann das Fach da rauszieht. Und der andere noch schläft. Und der andere noch schläft, genau. In die Tür passen leider keine Milchpackungen rein. Also zumindest nicht die quadratischen, die sind dafür zu dick. Die Ketchupflasche passt aber. Ja, da hätte Setforms sich vielleicht ein bisschen was bei denken können, dass man da auch Milchpackungen reinstellen kann. Naja, so ist es halt. Über dem Kühlschrank haben wir einfach, da sind jetzt Schneidebretter drin. Ich finde die Beleuchtung noch ziemlich schlecht. Also ich hätte die vielleicht nicht hierher gesetzt, sondern irgendwie wirklich wie in einem normalen Kühlschrank in den Reihen, falls es gehen würde. Hm. Oder irgendwie anders gelöst, weil die bringen, außer jetzt beim Eisfach, nicht so viel, finde ich. Ist dann ziemlich dunkel. Ja. Genau, da oben haben wir ein Fach mit Schneidebrettern. Und aktuell noch unseren Fahrzeugbedienungsanleitungen. Und da unten haben wir noch ein Stefan Günther von Happy Camping würde sagen, das Hundefutterfach. wir haben da unsere Rucksäcke drin liegen. Die passen da super rein. Auch das ist Pushlock, das heißt, es fällt auch gar nicht so auf. Finde ich eigentlich ganz schön, dass es ein nicht so auffälliges Fach ist. Und wie der ein oder andere schon gesehen hat, wir haben dort einen Rauchmelder. Und hier haben wir so eine Metall-Pinnwand mehr oder weniger. Da haben wir Haken dran, wo wir Jacken und Schlüssel und alles Mögliche dranhängen können. Und dann kommen wir zum Schlafbereich. Das Highlight. Ja, der Schlafbereich ist definitiv das Highlight von dem Wohnwagen. Ganz normales Bett, 1,40 m x 2 Meter, Standardmaß. Wir haben dort ein Fenster, wir haben dort ein Fenster und wir haben das Panoramafenster. Und wie ihr seht, kann man da wunderschön die Wolken beobachten oder nachts die Sterne. Es ist super schön. Dann haben wir dort oben haben wir ein Ablagefach, wo man Bücher hinstellen kann und ähnliches. Wir haben eine Fernsehhalterung und haben da einen Monitor dran gemacht, wenn wir im Urlaub dann doch mal einen Film über Netflix oder ähnliches oder andere Streamingdienste gucken wollen. Und hinter mir haben wir auch ein Ablagefach, wo man Dinge, Bücher hinlegen kann. Und wir haben zwei von den gleichen Schwanenhals-LED-Lampen wie auch in der Sitzecke, die wirklich, wirklich praktisch sind und super hell. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier oben, dass dort kein USB-Anschluss ist, um sein Handy zu laden. Hier beim Fernseher haben wir da hinten... Da hinten haben wir einmal die Vorbereitung für die SAT-Antenne und einen 230-Volt-Anschluss. Aber auch hier keinen Kfz-Stecker oder USB-Anschluss. Was ein bisschen schade ist, muss ich ehrlich sagen. Also das fände ich schöner, wenn wir das noch hätten. Ja, ich glaube... Das war's. Ein Hiki haben wir noch, was wir gerne finden. Achso, genau. Dann haben wir natürlich da oben noch ein Medi-Hiki mit, was ist das, 50x40. Das macht auch sehr schön hell hier drin, das Hiki. Ja. Und dann schauen wir nochmal unter das Bett. Ah. So. Wir haben ja gesehen, dass man von außen an den Staukästen, an die Staukästen rankommt unter das Bett. Aber wir können auch von innen unter das Bett rankommen. Wir haben da jetzt Wasserkasten, Vorräte, ähnliches. Und was man auch sieht, dort ist die Trumatherme. Die eben warmes Wasser macht. Und in der Ecke links haben wir, ich zeig's mal, da hinten. Dort haben wir eine Lampe, um den Staukasten zu beleuchten. Und die zweite Zwangsbelüftung. Und die zweite Zwangsbelüftung, was meiner Freundin ganz wichtig ist.
Ja. Nicht schön, aber selten. So, das war's jetzt aber. Dann hoffe ich, habt ihr alles zum Adria Action 391 gesehen und gehört, was wichtig ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt's in die Kommentare.